Hallöchen, meine lieben Pilzfussel, ich bin's, eure Fussel. Es ist ein bisschen dunkel hier. Es ist grau in grau da draußen. Ich war bei Teddy und ich hatte Glück. Ich zeige euch jetzt mal, was ich gechoppt habe. Ist nicht viel, aber eine Kleinigkeit. Moment, ich habe was vergessen. Bin sofort wieder da. So, als allererstes habe ich Handschuhe geholt für einen kleinen Jungen, für einen kleinen König. Und die werden ja befilzt. Ihr könnt euch sicherlich denken, was ich daraus mache. Die, die mich schon lange begleiten, ihr wisst das. Es wird wieder ein kleiner Drache. Ja. Und ich weiß auch die Farbe schon. Blau. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber wenn ich nicht Fussel bin, ne? Ihr wisst schon, ich mache das natürlich in schönem Blau, in ganz leuchtendem. Und ihr seht schon, diese kleinen Handschuhe, die werden ja für einen Zweijährigen werden die reichen. Ne? Und er kann ja noch ein bisschen reinwachsen, falls er kleinere Hände hat, ne? Der kleine König. Ja, der ist 2 und ich habe gedacht, eine Nummer größer ist nicht schlecht, ne? Weil dann kann er das immer noch länger benutzen. Ne? So, das war das Erste. Die waren nicht teuer. Ne? Das kann man schon mal sich leisten. Ja. Dann habe ich einmal Füllwatte mir mitgenommen. So, und jetzt gibt es Schreialarm. Und wisst ihr auch bei wem? Bei meine kleine Petra. Petra Lemier. Ich zeige es euch. Petra, pass bitte auf. Ich habe so ein Schnäppchen gemacht. Du kannst es dir nicht vorstellen. Tä, 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 tä. Guckt ihr das an? Guckt euch das an, ihr Lieben. Guckt euch das an, was das für ein Klobber ist. Ich zeige euch mal ein paar Bilder. Erstmal wollen wir uns das Cover angucken, okay? Jawolli, Patriotenherz. Und es fängt schon schön mit schönen Bildern an. Na, ich bin so glücklich. Ihr glaubt es nicht? Ihr glaubt es nicht. Guckt euch das mal an. Seht ihr es? Ja, ne? Ist das nicht genialo? Und was für ein cooler BH. Ja, hier Handschellen und so, ne? Ja, das kann man doch gut, da fällt mir schon was ein. Hier oben, wunderbares Papier. Und ich weiß, Petra wird jetzt sagen, oh, sie liebt ja sowas, ne? Ihr wisst das ja. Dieses Alte und ja, hier auch Köpfe einzeln und richtig genial gemacht. Hier ist Dreampunk. Mäßig. Guckt euch das mal an. Sorry. Seht ihr das? Ja, ne? Ich versuche es so ein bisschen, damit ihr alles sehen könnt. Ja, es ist jetzt nicht auf jeder Seite so spektakulär. Aber ich will das mal eben mit euch durchblättern. Ich habe es nämlich auch noch nicht gesehen. Seht ihr? Hier. Da habe ich doch in einem Buch, da hatte ich so ein Bild, da war eine Frau im Auto und die hat ihre Beine so aus dem Auto gehangen. Ne? Richtig cool. Oder hier. Genial, ne? Ja, ich mache mal ein bisschen weiter. Ihr könnt ja alles sehen. Hier. Oder sie. Genial, die beiden zusammen. Auf eine Seite und dann schön gestalten. Oh, und dann auch noch in rosa. Ich fass es nicht. Guckt euch das an, was da für Bilder drin sind. Hier. Irre, irre. Unglaublich, wirklich unglaublich. Ganz viel verschieden. Hier kann man schon wieder Text von machen. Gentleman. Ja, das ist doch irre.
Oh. Also ihr habt mich damit richtig angesteckt. Also Petra, ich muss sagen, du hast mich damit richtig angesteckt. Mit dieser Art von... Ich kann es gar nicht ausdrücken. Weil normalerweise bin ich ja so rosa, hier so, ne? So rosa und Schleifchen und schön, niedlich und... Aber jetzt, wo ich jetzt so ganz lange diese Bücher mache, was heißt ganz lange, aber jetzt, wo ich diese Bücher mache, kommt man dem immer irgendwie näher und es gefällt einem immer besser. Und also sowas mochte ich ja sowieso schon immer, ne? So Korsetts und so habe ich noch nie getragen, aber ich mochte es, ne? Richtig, richtig toll. Ich bin so aufgeregt, weil ich dieses Buch, soll ich euch mal sagen, was es gekostet hat? 2 Euro. Und zwar bei uns im, Schatz, wie heißt das nochmal? Im Möbelladen. Das ist ein Möbelladen, aber das ist eigentlich wie so ein, wo arme Menschen hingehen. Ne? Ja. Und da habe ich das für 2 Euro bekommen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schnell. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Könnt ihr es überhaupt sehen? Ja. Oh, und das geht hier nur in diesem Buch. Ich kann euch das ja gar nicht alles zeigen. Ja. Ich muss mir das selber erstmal alles angucken und. Hier, guck mal, die Palette und dann die ganzen Schuhe drumherum. Irre, irre, ich bin sowas von baff. Unglaublich, unglaublich. Guck mal, das ist doch der helle Wahnsinn, ist das doch, oder? Was meint ihr? Das ist doch irre. Also manchmal denke ich, ich habe echt zu viel Zeit verloren irgendwie. Ich habe so viel noch nicht gesehen und wisst ihr, was ich meine? Oh, hier, guckt euch das mal an. Ist doch irre. Wahnsinn. Schöne Männerrücken sind auch dabei. Und dann wollte ich euch noch mal eben von einer Ausstellung erzählen. Die macht eine Künstlerin bei uns hier aus Bremen. Und die kann man sich anschauen. Und zwar geht es da um das weibliche Geschlecht. Und sie hat in wahnsinniger Kleinstarbeit und Mühe, ich weiß nicht wie viele Vaginen aus Scherenschnitt gemacht. Und dann hat sie das alles mit Licht und Geräuschen und irre, sage ich euch. Irre! Ich habe das gestern bei Buden und Binnen gesehen. Und das ist, da möchte ich gerne hin und mir das mal angucken. Ne? Also, es ist schon, also alle, die dort waren, sagen, das ist bombastisch gemacht, ja. So, ihr Lieben, das war das erste Buch. Also, bei uns wird einiges geboten hier in Bremen, was Kunst angeht. Und ich möchte einfach ein bisschen mehr was tun. Wisst ihr? So, das war das. Ich bin wahnsinnig fasziniert von diesem Buch. Also schon das Cover, ja, das ist, oh, genial. Rockabilly-mäßig so irgendwie. Naja, okay. Dann habe ich noch ein wunderschönes Buch für 2 Euro bekommen. In diesem wunderbaren Laden. Hier sind, ja, ihr seht schon, Garten, Blumen, Bäume, Tiere. Kann man immer gebrauchen. Rosen, das ist ja ganz klar. Wunderbare Herbsthainbuche. Ihr seht, auch wieder ein riesiges Buch. Wunderschönes Papier. Also das ist wirklich ein besonderes Papier. Das ist nicht allzu dick, aber es hat so eine Haptik, als wie wenn da, wie soll ich sagen, so nicht sandig, aber ihr wisst schon, wie ich meine, so ein bisschen richtig wunderschön. Och Gottchen, die habe ich auch gepflückt. Da hat meine Uroma, hier Löwenzahn, da hat meine Uroma
aus den Köpfen hat die so einen Sirup gekocht und der war so ziemlich dunkel, fast schon, na, schwarz kann man nicht sagen, aber dunkelbraun. Und dann hat man im Winter, wenn man erkältet war, einfach so einen Löffel genommen und es hilft. Es hilft. Oder einen Tee rein oder so, ne? Ja. Ja. Seerosen liebe ich sowieso. Und ihr seht, also Botanik, Botanik, wunderschön, wissenswertes. Fingerhut ist natürlich giftig. Ja, also traumhaft, traumhaft, traumhaft. Und als ob es das noch nicht gewesen wäre, hat die Fussel ein noch verpacktes, wie sagt man, Fotoalbum gefunden. Noch verpackt. 2 Euro. Ich mache das jetzt mit euch auf. Also diesmal hatte ich wirklich wieder richtig Glück. Ich bin da auch schon oft ohne rausgegangen. Aber dieses Mal hatte ich wirklich, 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 richtig Glück. So, jetzt reißen wir das mal auf. Das ist ein Hochzeitsalbum. Hier sind nämlich Eheringe drauf. Habe ich gar nicht gesehen. Ihr könnt mal sehen. Das, naja, es hat weiße Seiten. Wunderschönes, oh, wunderschönes Papier. Sogar hier ein bisschen, oh, ich sehe das gar nicht. Sogar hier ein bisschen so mit Blümchen. Überall, guck mal. Unsere Hochzeit ging an. Und alles mit so einem wunderschönen Rahmen. Das ist ja unfassbar. Aber die nicht. Es sind nur eins, zwei, ach so, drei. Ja, besser wie gar nichts, würde ich sagen. Das werde ich natürlich nutzen. Das ist ja ganz klar. Das müsste man dann irgendwie überkleben. Oder man macht einfach noch das Album, aber ja, mal gucken, was mir dazu einfällt. Ja. Da ist sogar noch so ein Schild dran. Da habe ich mich richtig gefreut. Von hinten ist es auch schön dekoriert. Ne? Also, besser kannst du nicht gehen, oder? Ich freue mich richtig. Ich freue mich wirklich über alles richtig, richtig dolle. Aber, boah, ist das schwer. Aber das hier, das ist ja wohl die Wucht. Ich bin gespannt, liebe Petra, was du dazu sagst. Wirklich, was du dazu sagst, weil das ist doch wohl, also das ist ja wohl der Hammer. Das ist doch unglaublich. Seht ihr das? Na, ich habe es euch ja schon gezeigt, aber ja, ich bin happy. Patriotenherz. Ja. Und ich sage tschüss. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem ausgeflippten Video heute. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund. Und vor allen Dingen, das Allerwichtigste ist, ich wollte mich bei euch bedanken. Für die letzten Kommentare. Ohne euch wird es mir heute nicht so gut gehen, weil alle Kommentare haben mich wirklich sehr gefreut. Ihr habt mir geschrieben und ihr habt verstanden, was ich euch sagen wollte. Das finde ich super. Ihr habt mich unterstützt. Das finde ich klasse. Und ja, so kann es weitergehen, oder? Was meint ihr? Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch. Wenn es gehen würde, würde ich euch drücken. Ich würde euch alle so dolle drücken, dass ihr keine Luft mehr kriegt. Ja, Dankeschön. Das hat mir echt geholfen. Das ist wirklich wahr. Ne? Auch wenn ihr nicht bei mir sein könnt, aber ihr habt mir geholfen mit euren Worten. Und das finde ich richtig, richtig supi. An alle ein ganz, ganz liebes Dankeschön. Bis dann, eure Fussel.